God bless Donald. God bless Donald. He's just the best president. Guys, you can't imagine how happy I am. God bless Donald. He's big. He's the best president. Come on, man. In meinem vorletzten Video habe ich ja über Donald Trump geredet und das Video war ja eigentlich reine Satire, also hatte 0,0 Aussagekraft. Jetzt bin ich aber in meinen Kanal gegangen und habe mir das Video nochmal angeschaut, um dann festzustellen, 130 Aufrufe. Ich habe also einen regelrechten Shitstorm erlebt mit ganzen 4 Dislikes. Und daran sieht man auch, wie kontrovers das Thema ist. Und genau deswegen war es mir ein besonderes Anliegen, noch einmal was zu diesem Thema loszulassen. Ich meine, man muss sich das auch mal so vorstellen. 130 Aufrufe. Ich konnte nachts nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Das Thema hat meinen Alltag dominiert. Deswegen hier nochmal meine ehrliche Meinung zu Donald Trump und dessen Präsidentschaftswahl. Die meisten Leute, die über Donald Trump reden, sagen, der ist ja schlimm. Der wird den Dritten Weltkrieg verursachen. Der ist der dritte Tsunami aus dem Land der Zyklopen. Und er wird diese ganze Welt zerstampfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind dann meistens Leute, die von Politik nicht den blassesten Schimmer haben. Und ich selber interessiere mich auch eigentlich einen Scheißdreck für Politik. Aber zumindest ein bisschen Ahnung habe ich davon, bevor ich anfange darüber zu reden. Die Leute, die ganze Zeit labern, wie schlimm und schrecklich Donald Trump ist, sind einfach nur Medienopfer. Genau das labern, was in den Medien ständig wiederholt und aufgesagt wird. Ist Donald Trump also der beste Präsident, den Amerika je haben könnte? Nein, Donald Trump ist einfach ein Vollidiot. Der Typ labert nur Scheiße. Ist wahrscheinlich ein Vergewaltiger. War 6-mal im Ruin und ist nur deswegen wieder hochgekommen, weil die Banken ihn doch lieber lebend haben wollten. Will eine Mauer bauen, die von Mexiko bezahlt wird, was absolut überhaupt keinen Sinn ergibt. Will Einreiseverbot für Muslime und tut so, als wären alle Mexikaner Vergewaltiger. Er will Jobs nach Amerika bringen, ohne zu erklären, wie er das überhaupt anstellen will. Und seine einzige Aussage, wie er das machen will, ist dann, ich werde es einfach machen. Der Typ hat sich außerdem dauerhaft widersprochen und ich frage mich einfach, ob der irgendwie geistig beschränkt ist oder so. So viel Scheiße, wie der labert. Ja, und genau das ist die Faktenlage zu Donald Trump. Was aber in den Medien überhaupt nicht erwähnt wird, ist, dass Hillary Clinton kein Stückchen besser ist. Hillary Clinton ist genauso ein Stück schlechter Mensch, nur mit einem netteren Gesicht. Hillary Clinton ist genauso asozial, nur politisch korrekter ausgedrückt. Und das ist der einzige Unterschied. Hillary Clinton ist aus meiner Sicht einfach eine Kriegstreiberin, die angekündigt hat, in Europa noch mehr Truppen zu stationieren. Schön alle um Russland rum, damit es noch schön verstärkt wird. Ah, ja, super Idee. Und diese ganz, ganz tolle Diplomatin hat auch diesen lustigen Satz gesagt, als es in Libyen um die Ermordung von Gaddafi ging. So, I mean, that is the land of unconfirmed Yes, we came. We saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Ah, da wird einem ja richtig warm ums Herz. Außerdem ist Hillary Clinton korrupt to the fullest, wird von Saudi-Arabien und 100.000 Banken finanziert und ist einfach nur ein Spielball von den ganzen Wirtschaftsfunktionären, die da rausgehen und man kann sie einfach kaufen. Derjenige, der das meiste Geld hat, bestimmt dann auch die Politik. Oh yeah, God bless Hillary, God bless Hillary. Was für eine wunderbare Alternative. Da habe ich lieber irgend so einen Vogel, der zumindest keinen Krieg mit Russland will und nur Scheiße labert. Der Rest interessiert mich eh nicht. Außerdem, und das habe ich in meinem alten Video auch schon erwähnt, es ist gerade genau die gleiche Situation wie bei Obama. Obama hat man auch zu Tode gefeiert. Für nichts. Der hatte super tolle Ambitionen und hat am Ende gar nichts erreicht. Und bei Donald Trump ist es anscheinend das Gegenteil. Der hat vielleicht extrem schlechte Ambitionen, wird aber auch nicht so viel Schlechtes machen, wie man gedacht hat, dass Obama Gutes tun würde. Warum? Weil diesem Posten sowieso viel zu viel Wert beigemessen wird und die US-Präsidenten gar nicht so viel machen können, wie die Leute immer denken. Und nochmal, Hillary Clinton ist einfach nur eine Kriegstreiberin. Guckt euch mal an, wo sie überall mitgewirkt hat, bei welchen Kriegen, und dann überlegt euch nochmal, ob diese Frau so toll wäre, an der Spitze von Amerika zu haben. No, no, no. No, no way. Hillary Clinton ist scheiße. Und nur weil die Medien das Gegenteil sagen, muss es nicht stimmen.